mejor opción para terminar las jugadas. Ojo al desmarque de Xade. ¡Ojo ahora! La acción entre líneas. Penalti. Vamos a ver, señala el penalti. Lo señala el colegiado. No, ha señalado falta, ¿eh? No, no, yo creo que ha señalado penalti. Vale, ha señalado penalti. Sí, lo que pasa es que ya, lo que pasa. Desde los 11 metros. Atención a la oportunidad para el Friburgo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Nils Petersen desde los 11 metros. El 0-1 para el Friburgo. Primer gol para Petersen esta temporada. Se adelanta el Friburgo ante un Karabakh que ha dominado los primeros 25 minutos. Exacto, había jugado mejor el Karabakh. Flanke ist okay. Aber Kadi ist alles, aber nicht der geborene Kopfballspieler mit seinen 1,70. Langer Zeit für Owusu. Den Ghana. Einer kommt, dann erzählen wir ein bisschen was dazu. Bei der Freiburger Bank ganz anders aus. Jetzt gibt es auch den Elfmeter auf der anderen Seite. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Sike abseits vorher. Und dann ist der Elfmeter natürlich obsolet. Also es ging gar nicht mehr um das Foul, sondern es ging um die Abseitsposition zuvor. Also damit ist... jetzt geht es wieder durchs Zentrum und dann wird es gefährlich. Und da ist der Ausgleich. Das ist ein typisches Tor für Karabakh Aktam. Marko Vesovic ist der Torschütze. Also genau auf diese Art und Weise haben sie diverse Treffer in dieser Europapokal. Boah, das ist natürlich wirklich bitter. Das ist natürlich wirklich bitter für Karabakh Aktam. Erst den Elfmeter einkassiert und jetzt diesen Gurbin Gurban noch doch mal beim vierten Offiziellen und fragt noch mal nach, ist das eigentlich euer Ernst? Also gerade diese zweite, da alles noch Zeit hätte für einen Einsatz heute Abend. Gelb für Medina, der auch schon wieder zutritt wie vorhin. Sein Kamerad und die Bank, die beiden Keeper Upo von Flecken, Linhard, Eggestein. Er kann sich nicht ernsthaft darüber beschweren. Also man weiß, dass kolumbianische Abwehrspieler gern ein Bier gegen alle. Und der Nachschuss wird von Schlotterbeck verhindert. Nächste Chance, aber Owusu ist nicht in Top-Verfassung heute Abend. Das ist gut für freien Joker. Elvin. Wieder nix für Owusu. Der will den Elfmeter haben, den er zu Recht nicht bekommt. Richard Jankovic. Aber wie gesagt, er hat gute Flanken drauf und die ist nicht schlecht. Und da ist der Ausgleich. Also die Nummer wird hier nochmal heiß. Die Nummer wird hier nochmal heiß. In Unterzahl der Ausgleich durch Owusu.